Guten Morgen, hätte ich bald gesagt, aber ihr wisst ja gar nicht, was für eine Tageszeit ist. Da kommt Uwe und Arni um die Ecke. Wir haben Montagmorgen, sind frisch und munter. Arni hört Hottentottenmusik irgendwie. Alles gut? Oh, ich muss dir jetzt die linke geben, weil mit der rechten halte ich die Kamera. Linke kommt von Herz. Was ist das denn für eine Schramme da hinten? Ist die neu oder? Dreht. Guten Morgen, Sonnenschein. Oh. Oh oh. Hi. Na. Moin. Dreck? Dreck. Ich wollte gerade sagen, schade, aber das wäre jetzt auch gemein, ne? Na? Na? Geht's euch gut soweit? Ah, ja. Alles frisch? Oh, ja. Gut sehen die aber aus. Ja? Nicht müde, kaputt, frisch, erholt. Ja, wir hätten noch schon viel länger schlafen können. Ja. Heute war eine doofe Nacht irgendwie. Ah, kenne ich. Na ja. Drehst du eine? Ja. Ja. Ach so. Ich hoffe zumindest. Ja. Ja, ist an. Ja. Was wollen wir eigentlich hier? Eigentlich? Ne? Einmal nochmal vorführen und einmal nochmal gucken, ob alles in Ordnung ist, sozusagen. Ne? Ja, genau. Willst du jetzt auch noch filmen? Filmen wir beide. Ich will auch noch filmen, ja, aber filmst du mal erst. Ja, Arni, so ist dein Auto wieder schön. Hast ja, super schön. Alles wieder hingehauen, alles ja. Geht wieder. Nichts mehr von zu sehen. Super, habt ihr super gemacht. Super, super. Also ist ja auch eine tolle Serie geworden. Also ich war selbst begeistert, was die Serie alleine hergegeben hat, dass da so viele Kommentare auch drauf gekommen sind. Ich hatte ja ein bisschen am Ende Angst, dass ich jetzt immer gegen Wände fahren muss. Genau, damit wir immer Videos viele Kommentare haben. Aber ich hoffe, dass noch andere diesem Club beitreten und du dann weiterhin schöne Videos drehen kannst und nicht mit meinem Auto. Ich hoffe das übrigens nicht, dass euch sowas passiert. Nee, ich hoffe das eigentlich auch nicht. Nee, das hoffen wir ja alle nicht. Aber wenn, dann sind wir aber halt dafür. Aber Micha soll ja auch nicht arbeitslos werden. So ist das. Das einen freut, das anderen leid. Das ist immer wieder das gleiche Spiel, ne? Genau. Leider Gottes. Also, toller Job, super geworden. Genau. Herzlichen Dank an all deine Mitarbeiter, die dafür fleißig gearbeitet haben. Oh, wir prüfen Spaltmaße. Ja, genau. Lackreste. Lackreste. Genau. In diesem Sinne, wollen wir mal gucken, was Uwe jetzt drehen will und dann... Bis dahin. Ciao. Vielen Dank. Ja, gerne. Sollen wir mal Rechnung bezahlen, ne? Ja, gerne. Portemonnaie habe ich mit. Jetzt kommt mein angenehmer Teil. Vom Haushaltsgeld abgespart. Ja, super. Und tschüss.